A44, Talbrücke Langer Grund. Mit Hilfe dieses Vorschubgerüstes wird oben die Schalung installiert. Um dann die Fahrdecke und die Tragbetonteile einzubauen. Stand der Bauarbeiten 18.10.2020, Talbrücke Langer Grund, A44. Dieses Gerüst wird von Pfeiler zu Pfeiler weitergeschoben. Hier sieht man deutlich die Konstruktion des Vorschubgerüstes. Hier an diesen Pfeilern sind bereits die nächsten Halterungen angebracht. Segment für Segment schiebt sich dann die Autobahnbrücke eingeschalt und später betoniert über die Pfeiler vorwärts. Eisen und Beton. Halten die Brücke dann später. Lastenkräne unterstützen die Arbeit der Fachleute vor Ort. Talbrücke Langer Grund A44. 18.10.2020.